Einen wunderschönen, wir kommen heute zum letzten, achten und letzten Teil von den trivialen Sachen. Ich meine, da gäbe es sicherlich noch viele zu sagen, aber ich mache ja ein neues System, habe ich euch versprochen, wo ich Schlagwörter nehme und das Ganze vielleicht, ja, da braucht man meinen Kartoffelkopf ja nicht sehen, das kann man dann per Podcast machen, ist auch für mich ein bisschen günstiger. Und da arbeite ich schon dran. Ich mache das gerade in dem anderen Kanal, in der freien Meinung unzensiert. Da bin ich gerade dabei, so verschiedene Gedankenanstöße zu geben mit Schlagwörtern. Und das machen wir dann hier auch. Ja, fangen wir mal an. Also, was kann ich hier noch so auf oder was fällt hier noch so auf? Weihnachtslieder. Ihr dürft euch hier nicht wundern, wenn ihr mitten im Jahr, egal wann, immer wieder mal Weihnachtslieder hört. Denn Weihnachtslieder läuft hier, also es gibt hier kein Weihnachtslied in dem Sinn, sondern die laufen hier ganz genauso wie alle anderen. Also Stille Nacht gibt es ja auch. Und ja, das hört er halt dann irgendwann im Juni genauso wie im April oder gestern. Was gibt es noch zu sagen? Ja, Kleidung. Kleidung macht Sinn, wenn ihr die morgens eure Kleidung anzieht, eure Hosen, auch wenn ihr es aus dem Schrank holt. Einmal kurz durchschütteln. Kann nicht schaden. Ich habe schon mehrere Eidechsen, Geckos und Spinnen ausgeschüttelt. Oder manchmal auch ein paar Fliegen. Also es kann nicht schaden, wenn er einmal, bevor er was anzieht, kurz ausschüttelt. Und da müsst ihr nicht draußen schlafen, das kann auch zu Hause sein. Es kommt vor, dass hier jemand bei euch oder zu euch an das Gate kommt, an die Tür kommt und oft auch Kinder, die dann sagen, Maji, also Wasser. Die möchten Wasser haben. Ich kann nur jedem empfehlen, dann auch Wasser rauszugeben. Weil das ist hier üblich und das ist eigentlich ein, ich sage jetzt mal, kein Gesetz vom Gesetzgeber her, sondern ein ungeschriebenes Gesellschaftsgesetz, dass jeder, der um Wasser oder um Wasser bittet, auch Wasser bekommt. Jeder kann hier zu euch kommen und sagen, ich möchte gern Wasser haben. Das heißt aber jetzt nicht, dass ihr euch das teure Kilimanjaro Wasser nehmen müsst oder irgendein gekauftes Wasser, sondern ihr nehmt einfach Wasser aus der Leitung und gebt es den Leuten zum Trinken. Auch ihr könnt jederzeit, auch als Weiße, jederzeit irgendwo hingehen und sagen, ich hätte gern einen Schluck Wasser und ihr werdet auch Wasser bekommen. Wie gesagt, in der Regel aber aus dem Wasserhahn. Mich stört es nicht, den meisten, die ich kenne, auch nicht. Es hat auch noch keinen gegeben, den ich kenne, der ein Problem gekriegt hat, aber ja, ist halt so. Gibt es hier Sport? Oh ja, hier gibt es Sport. Hier spinnen sie alle genauso rum wie in Deutschland mit Fußball. Es gibt hier drei Mannschaften, die hier besonders gefördert werden oder besonders bejubelt werden. Und haltet euch fest, eine Mannschaft heißt Simba, was das Wort in Swahili für Löwe ist. Und es gibt noch einen zweiten Verein, der heißt Yanga. Simba und Yanga sind hier so die größten Vereine. Und es gibt noch einen dritten, den hier sehr viele verehren. Festhalten, Bayern München. Ja, habt richtig gehört. Bayern München ist ja einer der großen Fußballvereine. Die haben hier eine riesen Fangemeinde. Es ist hier allerdings ein bisschen was anders mit dem Fußball. Wenn die Leute Fußball gucken, zum Beispiel wenn Simba gegen Yanga spielt, oder andersrum, dann sitzen Simba und Yanga-Fans ja nicht nebeneinander, sondern schön gemischt durcheinander in einem Lokal, schauen sich das Fußball an. Den Fußball guckt man hier nicht gerne zu Hause, sondern mehr in der Öffentlichkeit, im Lokal, zusammen mit anderen. Und ja, wenn dann ein Tor fällt, dann ratet mal, wenn jetzt für Simba ein Tor fällt, wer jubelt? Alle. Wenn für die Yanga ein Tor fällt, wer jubelt? Alle. Und wenn der zwei komplett, was ich, Liverpool gegen Madrid spielt, egal wer ein Tor schießt, alle jubeln. Warum? Ich habe mal gefragt, ist das nicht so, dass ihr jetzt, hat ja die Gegenmannschaft gerade ein Tor gemacht,
Ja, aber das haben sie gut gemacht. Das Spiel war super. Ah ja, denn es ist ein Spiel. Und so sieht man das hier auch. Es ist einfach nur ein Spiel. Und das genießen die hier alle. Da könnte sogar ich wieder Fußballfan werden. Es gibt, zum nächsten Thema, es gibt hier auch sehr häufige Verkehrskontrollen. Und manche Verkehrskontrollen, die laufen sehr komisch ab. Also ihr fahrt selber oder werdet gefahren, das ist ganz egal. Da kommt ein weißer Polizist, der hält euch auf. So, und dann macht er das Fenster runter. Der Polizist, der begrüßt jeden Einzelnen im Auto, guckt dich an, lächelt gnädig und sagt, tschüss, noch einen schönen Aufenthalt, bye bye. Go, go, go. Man denkt sich dann, also die haben jetzt wieder das Auto kontrolliert, noch haben die irgendwas anders, der hat auch kein Geld verlangt. An solche Kontrollen müsst ihr euch gewöhnen. Denn in der Regel ist es so, dass die Polizisten von Weitem schon sehen, oh, ein weißes Gesicht. Könnte ja sein, dass dieser Weiße mir was spendiert. Also ein Soda zum Trinken oder einen Tee oder vielleicht sogar ein kleines Mittagessen. Also spendiert in Form von kleines Geld. Und darauf freuen die sich, aber die werden euch nie ansprechen und sagen, hey, was gibst du mir oder gib mir was? Das werden die nie machen, außer ihr habt ein Vergehen. Aber wenn ihr kein Vergehen habt und einfach eine Kontrolle, es wird das Auto nicht kontrolliert, es wird kein Führerschein kontrolliert, ihr werdet nicht kontrolliert. Ihr werdet einfach nur nett und freundlich begrüßt, angelächelt und dann in der Hoffnung, naja, vielleicht hast du mal 1000 oder 2000 Schilling, die du rüber schieben könntest. Ja, das finde ich auch sehr interessant, habe mich am Anfang auch ein bisschen irritiert. Gut, dann, ich glaube, soweit sind wir durch. Das Letzte noch, da werde ich immer wieder gefragt und auch immer wieder lese ich es in den Kommentaren. Gibt es denn irgendwelche wichtigen Rituale oder Zeremonien, die hier immer eingehalten werden müssen? Nö. Also es gibt schon so Gesellschaftsregeln, die sich hier auch eingebürgert haben. Allerdings gibt es so viele verschiedene Gesellschaften, dass die Regeln sich auch ständig von einem Haus zum anderen ändern, ein bisschen. Ja, ich habe, glaube ich, schon mal ein Video gemacht, was bringt man mit zum Besuch? Das ist das Einzige, wo man sagt, ja, das wäre so üblich, dass man halt Obst oder Gemüse mitbringt. Wobei, also habe ich jetzt gestern erst erfahren, bei Maasai-Stämmen, wenn man bei Maasai zu Besuch ist, nimmt man auch gerne mal Fleisch mit. Aber im Prinzip könnte auch komplett ohne was kommen. Keiner wird nach Geschenken fragen, keiner wird sich auch besonders bedanken mit, ach ja, danke, dass du mir da eine Ananas mitgebracht hast, sondern es ist einfach so. Ja? Das wird zur Seite gestellt, danke, das war's. Also es ist überhaupt nicht nötig, dass man was mitbringt, unbedingt, aber der Höflichkeit halber, wenn, dann macht man das so mit Obst und Gemüsen. Oder eben dann gibt es beim Heiraten gibt es dann spezielle Rituale, also das ist auch wieder von Stamm zu Stamm ein bisschen verschieden. Aber beim Heiraten hat man dann so ein Ritual wie den Kuhhandel. Es wird also noch Kühe ausgehandelt bei den meisten Völkern hier. Auch wenn natürlich keine echte Kuh mehr vorbeifliegt, sondern eben nur noch das Ganze in Geld abläuft. Aber rechnen tun wir in Kühen. Und da wird geguckt, wenn du sagst, ja, ich biete jetzt 6 Kühe für meine Frau, dann schauen die halt, ja, was ist der aktuelle Kuhpreis? Und dann kostet es halt 2 Millionen oder so. So, dann gibt es zu Hochzeiten nimmt man eigentlich immer ein Blanketti mit, also eine Decke, eine Wolldecke. Und diese Wolldecke gibt man während der Hochzeitszeremonie den Eltern, wickelt man die ein in diese Wolldecke. Ich möchte keine Eltern sein bei 40 Grad plus und dann, aber ja, ich habe es gesehen, das macht man wirklich so. Ja, und das waren jetzt eigentlich die ganzen Trivialitäten. Ich meine, ihr könnt natürlich Fragen stellen, wenn ihr noch was habt. Ich habe hier schon ein paar wieder am Sammeln. Aber momentan war das jetzt erstmal der letzte Teil. Und wie gesagt, ich bringe da jetzt das Ganze ein bisschen anders nochmal rüber, ein bisschen hoffentlich übersichtlicher und nur mit Ton. Und ansonsten werde ich bei den Videos mehr versuchen, ja, mehr so live draußen
mitten im Geschehen Videos aufzunehmen und nicht mehr hier irgendwo vor einer Säule stehen und euch vollquatschen. Ja, schauen wir mal, ob es uns so gefällt. Bis zum nächsten Mal dann.